Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 52, Aktuelle Stunde der Freien Demokraten. Ministerpräsident Bouffier hat recht, die Landesregierung muss CO2-Steuer verhindern. Gemeinsam mit dem Dringlichen Antrag Top 58 und dem Dringlichen Antrag Top 65, das ist 20664 und 20678. Das Wort hat der Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Bitte sehr. So, oh Gott, ist das hoch. Das war aber auch nicht angemessen. Das war auch zu hoch. Das war auch zu hoch jetzt so weit mit. Damen und Herren, vertragt euch darunter. Das Wort hat der Kollege René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist nicht alltäglich, dass die Freien Demokraten in Opposition den Ministerpräsidenten ausdrücklich auffordern, seine Politik durchzusetzen und das, was er angekündigt hat, auch hier im Hessischen Landtag und in Berlin zu vertreten. Und wir wollen wissen, ob das, was Volker Bouffier gefordert hat, keine neue Steuer, keine CO2-Steuer in Deutschland und aus Hessen, alles zu tun, das zu verhindern, ob Sie hier im Hessischen Landtag hinter dieser Politik des Ministerpräsidenten stehen, Sie als Abgeordnete, aber auch die Landesregierung. Das wollen wir heute von Ihnen erfahren, weil das ist wichtig zu wissen. Warum ist das wichtig zu wissen? In Berlin brechen die Steuermehreinnahmen womöglich weg. Also nicht, man nimmt weniger ein, sondern die erwarteten Mehreinnahmen scheinen weniger zu werden. Und deshalb wird man nervös und denkt sofort über Steuereinnahmen und Steuermehreinnahmen nach. Jetzt haben wir eine Europawahl, da wird ein bisschen weggenuschelt. Aber ich finde, von der Europawahl sollten die Bürgerinnen und Bürger wissen, wo stehen die hessischen Parteien, wenn es wieder darum geht, dem Bürger in die Tasche zu greifen. Darum reden Sie nicht drum herum. Wenn Sie hier vorgehen, sagen Sie klar, sind Sie für eine Steuererhöhung oder sind Sie es nicht, damit die Bürgerinnen und Bürger wissen, was sie am Sonntag entscheiden sollen. Ja, und um die richtige Entscheidung zu treffen, bevor Sie hierher kommen, dann gebe ich Ihnen ein paar Hinweise. Ich werde Sie unterstützen. Ich will Ihnen helfen, hier für die richtige Entscheidung einzutreten. Und diese richtige Entscheidung kann aus Sicht der Freien Demokraten natürlich nur sein, diese Steuer nicht einzuführen, diese Steuer abzulehnen. Es ist so, die Steuereinnahmen brechen weg, man braucht mehr Geld, also man denkt sich eine Steuer aus. Wie kann man die durchsetzen in Deutschland? Ich schreibe Klima davor oder CO2-Vermeidung. Tolles PR-Instrument, aber was bringt es am Ende? Und darum möchte ich Ihnen mal mit ein, zwei Grafiken kurz erläutern, was denn diese Politik gebracht hat bisher. Weil wir haben ja eine CO2-Steuer, wir haben Ökosteuer, und zwar seit 20 Jahren haben wir grüne Steuererhöhungen in Deutschland mit 60 Milliarden, rund 60 Milliarden im Haushalt schlagen die Ökosteuern, die CO2-Steuern sich nieder. Das sind fast 20% des gesamten Bundeshaushaltes. Und was hat das gebracht? Was haben diese Steuern gebracht? Was hat der Feldversuch gebracht? Ich sage es Ihnen einmal. Wir haben bei den privaten Haushalten, was den Stromverbrauch angeht, der rote Balken ist Deutschland, haben wir die höchsten Preise. Wir sind die, die am meisten für die Energie bezahlen. Warum sollen wir eigentlich noch mehr bezahlen? Was wollen Sie? Und wenn Sie sehen, ein Drittel der Energiekosten hat die Niederlande. Die privaten Haushalte zahlen ein Drittel des Stroms in der Niederlande. Die sind übrigens viel erfolgreicher in der CO2-Vermeidung als wir. Die sind erfolgreich und zahlen ein Drittel. Also, das scheint kein Argument zu sein. Kollege Rock, können wir das auch einmal sehen? Sehr gerne. Dann wissen wir, was du da verzeugt zeigst. Gut, danke. Dieser zweite Chart ist die Industrie, die Industriepreise. Was zahlt die Wirtschaft? Was zahlt die Wirtschaft? Deutschland, die teuersten in Europa, die billigsten sind übrigens Schweden, wo Greta herkommt. Die Schweden haben die niedrigsten Industriestrompreise und sind auch deutlich besser im Klimaschutz als wir. Auch da ist es kein Argument. Sie zocken doch schon alle ab. Und wenn Sie jetzt noch einmal hier die letzte Grafik, Herr Präsident, Sie sehen in dieser Grafik, ich versuche es zu visualisieren, weil mit Zahlen ist mir, ich habe bis jetzt noch nicht so durchgedrungen. Hier ist der Stromverbrauch, hier sind die Strompreise. Die Strompreise steigen und der Stromverbrauch steigt auch. Also Ihre Konzeption ist seit 20 Jahren in unserem Land gescheitert. Also hören Sie auf, den Leuten in die Tasche zu greifen, sondern machen Sie vernünftige Politik, lehnen Sie diese Steuer ab. Und liebe Kollegen von den Grünen, Ihre Klimaschutzpolitik in Deutschland ist krachend gescheitert. Und sie ist krachend gescheitert. Ich sage es Ihnen noch einmal deutlich. 1990 bis 2000 haben wir 200 Millionen Tonnen CO2 gespart.
Von 2000 bis 2010 haben wir nur noch 100 Millionen Tonnen CO2 gespart. Von 2010 bis heute sind wir bei gut 30 Millionen Tonnen. Und immer seit 2014 steigt der CO2-Ausstoß in Deutschland sogar leicht an. Das sind Fakten bei gleichzeitiger Verdoppelung Ihrer Windräder. Trotzdem sparen wir kein CO2 mehr ein. Und der Bundesrechnungshof sagt uns, die Finanzierung der Energiewende ist völlig außer Kontrolle. Völlig außer Kontrolle. Und wenn Sie hier einen Antrag einbringen, wo Sie sagen, Sie wollen, dass die Emissionen usw. und so weiter, die Kosten der Energiewende, da sollen doch die sozialen Belange berücksichtigt werden. Ihr Strompreis, Ihre Politik der GRÜNEN spaltet die Gesellschaft in Gewinner und Verlierer. Und wir sind mittlerweile so weit, dass jedes Jahr durch den hohen Strompreis, den Sie zu verantworten haben, 344.000 Haushalte vom Strom abgestellt werden, weil sie den Strom nicht mehr bezahlen können in unserem Land. Da sprechen Sie von ökologischen und sozialen Kriterien. 344.000 Familien mit Kindern, mit Babys, die in der kalten Wohnung hocken, wo das Licht aus ist, wo die Heizung nicht funktioniert. Das ist Ihre Verantwortung. Im letzten Jahr sind es 14.000 mehr geworden. Hören Sie auf. Herr Kollege Rock, Sie müssen zum Schluss kommen. Sehr gut. Ich glaube, das ist klar. Jeder, der für eine CO2-Steuer eintritt, greift den Bürgern in die Tasche und gerade denen, die wenig haben oder ein mittleres Einkommen haben, besonders. Darum lehnen Sie diese Steuer ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Felstehausen, Fraktion DIE LINKE. Meine Damen und Herren, die FDP hat gerade eben mal wieder sehr klar gemacht, was man sich unter einer liberalen Klimapolitik vorzustellen hat. Nämlich vor allem haben sie erklärt, was sie alles nicht für den Klimaschutz tun wollen und welche Maßnahmen es nicht umzusetzen gilt. Und dabei, Sie haben Greta zitiert, brennt unser Haus, und es ist das Gebot der Stunde, endlich konsequent zu handeln. Sie haben heute erklärt, dass Sie gegen eine CO2-Steuer sind. Und stattdessen wollen Sie das Problem dann möglichst aussitzen, auf die internationale Ebene verschieben. Und dabei wissen Sie ganz genau, dass das lediglich dazu führt, dass erst einmal gar nichts passiert. Staatssekretär Worms hat es vorhin gesagt, wenn wir Sachen auf die europäische Ebene verschieben, Sie haben es im Bereich der Steuerpolitik genannt, in der Klimapolitik ist es das Gleiche, dann wird es langwierig, da gilt es, dicke Bretter zu bohren. Aber, meine Damen und Herren, diese Zeit haben wir nicht mehr. Und ich dachte eigentlich, dass wir in der Debatte inzwischen ein Stück weiter wären und dass wir uns endlich darüber streiten können, wie wir das Klima am besten schützen. Und dieser Streit lohnt sich gerade bei der Frage, welche Instrumente man für den Klimaschutz einsetzt. Die Frage, was von einer CO2-Steuer zu halten ist, hängt ganz stark davon ab, wer diese zahlt und wie die genau ausgestaltet wird. DIE LINKE will keine CO2-Steuer, bei der wesentliche Bereiche der Wirtschaft, wie bei der EEG-Umlage, ausgenommen wird. Wir wollen keine CO2-Steuer, die vor allen Dingen die kleinen Leute belastet und denen dann noch keine Alternativen geboten werden, z. B. im Bereich der Mobilität vom Auto wegzukommen. Aber wir sind sehr wohl offen für eine CO2-Steuer, die wirksam die Verursacher der Klimakrise endlich deren Kosten auferlegt. Wir sind für eine CO2-Steuer offen, wenn durch eine Rückerstattung, z. B. nach Schweizer Vorbild, sichergestellt wird, dass Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen am Ende eher finanziell besser dastehen als ohne diese CO2-Steuer. Denn, und da knüpfe ich an die Frage von vorhin an, für uns ist die CO2-Steuer eben auch ein Instrument von Umverteilung. Und das ergibt sich vor allen Dingen auch daraus, dass Menschen mit kleinem Einkommen heute schon sehr viel weniger zum CO2-Ausstoß beitragen als Reiche und die großen Konzerne. Das ist der entscheidende Unterschied zu einem Zertifikatehandel, der in der Vergangenheit kaum mehr war als eine klimapolitische Alibi-Veranstaltung. Ich sage aber auch ganz deutlich, dass eine sozial gestaltete CO2-Steuer nicht die einzige Maßnahme bleiben kann, wenn wir die Klimaziele noch erreichen wollen. Vielmehr brauchen wir ambitionierte Maßnahmen in allen Bereichen, sowohl im Verkehr, in der Energieerzeugung, in der Industrie, in der Landwirtschaft und auch bei der energetischen Sanierung. Und ganz konkret geht es in Hessen dabei vor allem um den Verkehrsbereich.
ob es jetzt die Inlandsflüge sind, die endlich auf die Züge müssen, ob es der Ausbau des ÖPNV ist, vor allen Dingen in den ländlichen Regionen, oder die Einführung des Nulltarifs. Wir müssen mehr tun, und wir müssen es schneller tun. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abg. Rock? Bitte sehr, René Auf. Wenn Ihnen die Menschen mit niedrigem Einkommen so am Herzen liegen, warum haben Sie noch nie eine Initiative eingebracht im Hinblick auf 344.000 Haushalte, die vom Strom abgeklemmt werden? Warum sagen Sie dazu nichts? Herr Rock, Sie haben mir eine Frage gestellt. Ich fände es in Form der Höflichkeit, wenn Sie jetzt auf die Antwort warten. Ich bin noch nicht ganz so lange im Landtag wie Sie. Sehen Sie mir das nach? Aber ich weiß, dass meine Fraktion einen solchen Antrag schon eingebracht hat. Und ich weiß auch, Herr Rock, dass Ihre Fraktion den Antrag, Stromsperren endlich zu beenden und zu verhindern und zu verbieten, abgelehnt hat. So, jetzt mache ich weiter, Herr Rock. Die Zwischenfrage, und ich glaube, vielleicht sollten wir viel häufiger das Instrument der Zwischenfragen auch nutzen, weil das verbessert unsere Debattenkultur hier, aber ich glaube, dann sollten wir wieder zurückkommen und jetzt nicht ins Klein-Klein weiterverfallen. Wir haben noch bis 2030 Zeit, um ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen für die Klimakrise. Damit hörte ich auf vor der Zwischenfrage. Und das sind noch 11 Jahre. Und jetzt ist es eben Zeit zu handeln. Und diese Landesregierung, die wir hier haben, da kann ich im Moment nur feststellen, sie verplempert diese Zeit und sie verfehlt ihre eigenen Ziele immer wieder mit Ansage. Und damit, meine Damen und Herren, muss endlich Schluss sein. Bisher war Schwarz-Grün vor allem darin gut, freundliche Absichtserklärungen abzugeben, aber anschließend kaum etwas zu tun, was auch nur ansatzweise in die Richtung eines nachhaltigen und eines notwendigen Systemwechsels geht. Sie werden jetzt gleich erwidern, es gibt doch 144 Maßnahmen, die vereinbart sind. Ja, 144-mal klein-klein, 144-mal Absichtserklärungen mit dem Ziel, niemandem weh zu tun. Und wenn ich mir Ihren dringenden Entschließungsantrag heute angucke, den Sie eingebracht haben, da dokumentieren Sie dieses noch einmal ganz entscheidend, wenn Sie sagen, wir dürfen auf keinen Fall die Wirtschaft in irgendeiner Form belasten. Herr Kollege Felzenhauser, Sie müssen zum Schluss kommen. Das werde ich gerne tun. Hören Sie endlich auf, die jungen Menschen, die Woche für Woche auf die Straße gehen und die von uns in den Parlamenten nicht weniger verlangen als das Recht auf einen lebenswerten Planeten. Sie sind es, die es lange schon begriffen haben, denn Sie fordern inzwischen, und das ist völlig richtig, und wir unterstützen das, System Change, not Climate Change. Vielen Dank, Kollege Wilzenhausen. Das Wort hat die Frau Abg. Feldmayer, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Schmelzende Polkappen, steigender Meeresspiegel und das letzte Dürrejahr 2018, das haben wir wohl alle noch vor Augen. Und was macht die FDP-Fraktion hier bei der Aktuellen Stunde? Politisches Klein-Klein. Sie gehen mit keinem Wort darauf, dass wir eine Klimakrise haben. Sie gehen nicht auf das Problem der Menschheit ein, Klimakrise, sondern Sie machen hier einfach nur politisches Klein-Klein. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der FDP, es ist doch klar, dass wir in Deutschland mehr tun müssen, um der Klimakrise zu begegnen. Und das Nichthandeln kostet. Es kostet uns bares Geld, wenn nicht gehandelt wird in der Klimakrise. Der Bundeshaushaltsgeber muss schon 100 Millionen € pro Jahr einstellen, damit Deutschland reißt die Klimaschutzziele, damit Deutschland Treibhausgasemissionen von anderen europäischen Staaten kaufen kann. Also nicht handeln in der Klimakrise, das kostet uns Geld. Und fragen Sie einmal die Landwirte, fragen Sie einmal die Waldbesitzer, welche Folgeschäden die Klimakrise hat. Und ich finde es doch einigermaßen erstaunlich, die Grafik, die Sie hier gezeigt haben, Herr Rock von der FDP, die Grafik, die Sie gezeigt haben, wo Sie Schweden zeigen. Schweden, ganz wunderbar, die zahlen weniger für die Energie. Ja, wissen Sie denn, was in Schweden ist? In Schweden gibt es eine CO2-Bepreisung. Das haben Sie bei Ihrem Vortrag hier nicht erwähnt. Und was ich auch sehr erstaunlich finde, Herr Rock, in Ihrem Antrag, den Sie zu der Aktuellen Stunde eingebracht haben, da führen Sie
in Punkt 1 den Bundesrechnungshof an, den Bundesrechnungshofsbericht von 2018. Ich glaube nicht, dass Sie diesen Sonderbericht überhaupt gelesen haben. Sie führen diesen Sonderbericht an, um zu zeigen, wie schlecht denn es besteht um das Thema erneuerbare Energien, die Energiewende in Deutschland. Der Bundesrechnungshof der agiert ja nicht inhaltlich, sondern der schaut, wie effektiv wird etwas angewandt. Und da haben sich jetzt ganz so ein paar Sachen, paar Punkte rausgepickt, um zu zeigen, es funktioniert noch nicht richtig. Aber die Schlussfolgerung des Bundesrechnungshofs, die haben Sie mal schön unterschlagen. Der Bundesrechnungshof sagt zu Recht, wir müssen besser werden, wir müssen effektiver werden. Und der Bundesrechnungshof sagt auch, und das zitiere ich jetzt mal gerne hier bei der Aktuellen Stunde, wo Sie sagen, CO2-Steuer muss der Ministerpräsident verhindern. Der Bundesrechnungshof empfiehlt auch etwas. Ich zitiere aus diesem Sonderbericht, den Sie aufführen in Ihrem Antrag. Daher befürwortet der Bundesrechnungshof einen weitgehenden Verzicht auf kleinteilige Regelungen in Gesetzen und Verordnungen. Stattdessen sollte für die Energiewende ein Rechtsrahmen gesetzt werden. Ergänzend käme als nicht planwirtschaftliches Instrument eine allgemeine CO2-Bepreisung in Betracht. Hört, hört, das empfiehlt der Bundesrechnungshof. Also, liebe Kollegen, lieber Herr Rock von der FDP, wenn Sie so etwas hier in einen Antrag schon reinbringen, dann lesen Sie doch bitte auch diesen Sonderbericht des Bundesrechnungshofs oder fragen Sie die Experten. So, die CO2-Bepreisung, worum geht es da? Es ist doch richtig, darüber zu reden, wie man umweltschädliches Verhalten teurer macht und umweltfreundliches Verhalten billiger. Denn genau darum geht es doch bei der CO2-Bepreisung. Es ist doch absurd, dass es immer noch billiger ist, Treibhausgase in die Luft zu blasen, als sich umweltfreundlich zu verhalten. Oder ist es nicht so? Und es ist doch verrückt, dass es billiger ist, nach Berlin oder nach Köln zu fliegen, als sich in den Zug zu setzen. Das muss doch umgedreht werden, meine Damen und Herren. Und warum ist das so? Es ist so, dass es billiger ist, Treibhausgase in die Luft zu blasen, weil die Umwelt- und Folgekosten eben nicht in den Preis eingerechnet sind und dass das eine steuerlich bevorzugt wird, das Fliegen, und das andere nicht. Dieses ganze System aus Abgaben und Subventionen muss endlich eine Lenkungswirkung in Richtung Umweltfreundlichkeit und in Richtung Klimafreundlichkeit bekommen. Und darum geht es hier. Und diese Idee, die findet ja nicht in einem luftleeren Raum statt. Ja, das Bundeskanzleramt selbst hat dazu ja ein Gutachten in Auftrag gegeben. 1000 kleine und mittelständische Unternehmen sagen, kümmert euch mal um das Thema CO2-Bepreisung als eine Möglichkeit. Und sicher ist es natürlich auch nicht einfach zu sagen, das machen wir jetzt so oder so. Und ganz klar ist doch auch, dass es sozialverträglich sein muss, dass es da keine Unwuchten geben darf. Aber es muss endlich eine Lenkungswirkung bei den Preisen geben, damit es sich lohnt, umweltfreundlich und klimafreundlich zu agieren. Und, meine Damen und Herren, auch wir GRÜNE begrüßen eine CO2-Bepreisung. Wir halten eine CO2-Bepreisung für sinnvoll, wenn sie sozialverträglich gestaltet wird. Ja, was denn sonst? Frau Kollegin Wildmeier, wir müssen zum Schluss kommen. Und deshalb haben wir auch im Koalitionsvertrag verankert, dass wir uns für eine europaweite Bepreisung von CO2-Emissionen und eine Weiterentwicklung des Emissionshandels einsetzen. Neben all dem, was wir schon machen mit dem integrierten Klimaschutzplan, denke ich, brauchen wir gute Rahmenbedingungen. Aber auch in Hessen müssen wir handeln, und da sind wir auf einem guten Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wildmeier. Das Wort hat die Frau Abg. Lena Arnold, CDU-Fraktion. Lena, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben in Deutschland wie auch in vielen Nationen weltweit bereits längst den Punkt überschritten, an welchem wir noch darüber streiten konnten, ob wir Klimaschutz brauchen oder nicht. Dass es den Klimawandel gibt und unsere Umwelt leidet, steht heute also außer Frage. Vortrefflich streiten können wir uns aber auch heute noch über die Mittel dagegen. In aller Munde ist ganz aktuell die CO2-Steuer, welche die Freien Demokraten ja auch zum Anlass ihrer Aktuellen Stunde genommen haben. Und auf den ersten Blick wirkt die Idee eigentlich sogar recht ansprechend. Wer viel CO2 emittiert, der soll auch mehr zahlen. Doch
Ist diese Variante zielführend und gerecht? Ich meine, so wie sie zurzeit diskutiert wird, ist sie weder ökologisch treffsicher noch sozial gerecht und wäre zudem eine neue Belastung für die mittelständische Wirtschaft, die wir eigentlich doch alle entlasten wollen. Erstens. Wird der Handwerker künftig aufhören, mit dem Transporter zu seinen Kunden zu fahren, weil wir den Sprit verteuern? Oder hat er mehr Geld für den neuen Transporter zur Verfügung, wenn wir ihm an der Tankstelle mehr Geld abnehmen? Nein. Der Handwerker hat durch eine CO2-Steuer nur höhere Kosten, die er an seine Kunden weitergeben muss. Zweitens. Wird der Pendler aus dem Vogelsberg aufhören, mit dem Auto zur Arbeit in die Stadt zu fahren, wenn wir den Sprit verteuern? Nein. Er wird weiter zur Arbeit fahren und sich bei jedem Besuch an der Zapfsäule daran erinnern, wer ihm hier das Geld aus der Tasche zieht. Und er wird sich überlegen, ob es nicht einfacher wäre, die hohen Mieten in der Stadt zu zahlen und sich die Pendelei zu schenken. So beschleunigt man die Landflucht und heizt die Mietpreise in den Ballungsräumen weiter an. Weder der Handwerker noch der Pendler haben gute Alternativen, und deshalb werden sie trotz CO2-Steuer weiter Auto fahren. Das erleben wir seit 20 Jahren mit der Ökosteuer. Und um es deutlich für Sie festzustellen, denn das ist ja auch Ihr Ansatz, dazu heute etwas zu erfahren, Ministerpräsident Bouffier hat zweifelsfrei recht. Es reicht nicht. Es reicht nicht, eine neue Steuer einzuführen, einfach so. Dass es bei einer solchen Steuer massive Probleme bei der Verteilungsgerechtigkeit, bei der Verhältnismäßigkeit und bei der Auswirkung auf Bürger und Wirtschaft gebe, habe ich dargestellt. Ob sich Wege finden lassen, diese großen Schwierigkeiten und Bedenken auszuräumen und etwas für das Klima zu tun, ohne Betroffene unverhältnismäßig zu belasten, muss man sich in Ruhe und intensiv anschauen. Eine Ausweitung beispielsweise des europäischen Zertifikatehandels, der den CO2-Ausstoß konkret senkt, erscheint mir zielführender. Dafür brauchen wir auch einen Dialog mit der Bundesregierung und auch der europäischen Ebene. So haben wir es auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Und dabei stehen wir als CDU Seite an Seite mit unserem grünen Koalitionspartner. Für alle weiteren Klimaschutzinstrumente, auch eine CO2-Bepreisung in Hessen und auf nationaler und europäischer Ebene gilt für uns nach wie vor der Dreiklang Ökonomie, Ökologie und Soziales. Das heißt konkret, wir wollen und müssen mehr zum Schutz des Klimas tun. Jedoch muss gelten, unsere Entscheidungen dürfen der Wirtschaft nicht schaden, müssen die politisch vorgegebenen Ziele verlässlich erreichen und dürfen nicht zu sozialen Verwerfungen führen. Und so haben wir den Klimaschutzplan in Hessen erarbeitet. So werden wir ihn weiterentwickeln. Und auf Grundlage dieser Kriterien werden wir auch Vorschläge des Bundes für weitere Maßnahmen bewerten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollegin Arnold. Das Wort hat der Abg. Schenk, AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Werte Zuschauer auf der Tribüne,
Der Herr Rock hat eigentlich schon viel Vernünftiges gesagt, und dem kann man eigentlich nur zustimmen. Die Energiepreise, die CO2-Steuer, egal wie der Name heißt, die Energiepreise und die Steuern haben Lenkungswirkung. Und diese Lenkungswirkung müssen wir uns bei der Sache auch einmal betrachten. In dem Fall haben sie eine schädliche Lenkungswirkung, und zwar deshalb, weil die Strompreise heute schon, wie schon dargestellt, mit die höchsten hier in Europa sind. Und das ist ein weiterer Mühlstein in der Deindustrialisierung Deutschlands. Denn, und es ist insofern auch eine Eselei, die Abwanderung von Industrien, die geschieht nicht öffentlich und auch nicht groß mit großer Ankündigung. Das ist einfach eine Abstimmung, die bei der nächsten Investitionsentscheidung so getroffen wird, wie sie halt getroffen wird. Und da kann ich Ihnen sogar Beispiele bringen. Bei uns in Kassel im Industriegebiet Waldau, das sind Industriebetriebe, also Maschinenbaubetriebe, die eine Schweißerei, eine Lackiererei hatten, einfach nach Polen abgewandert. Die haben 2 Jahre lang das dort getestet. Heute kommen die LKWs mit den fertigen Teilen nach Kassel, und da haben sie nur noch eine kleine Halle, wo sie diese Teile dann mit dem Etikett Made in Germany bekleben. Also, das ist sozusagen tägliche Praxis. Und es sind im Grunde genommen die Arbeitsplätze der jungen Leute, die hier oben sitzen. Die wandern aus. Denn das sind solche Standortentscheidungen, sind langfristige Entscheidungen. Und wenn wir hier uns im Grunde genommen den Luxus leisten, Strompreise zu machen, die Privathaushalte schon nicht mehr, viele jedenfalls nicht mehr bezahlen können, und die Industrie schlicht und ergreifend den spitzen Stift nimmt und da mal nachrechnet und dorthin geht, wo sie also den Preisvorteil hat. Und der ist momentan außerhalb von Deutschland. Und das sollte man immer bedenken. Und dann ist es auch egal, ob das CO2-Steuer heißt, Mineralölsteuer oder wie auch immer die Steuer heißt. Unterm Strich geht es darum, wie hoch ist die Belastung. Und diese Belastung ist einfach zu hoch. Und wie gesagt, wir verbauen uns damit auch die Zukunft. Das sollte man einfach immer dabei bedenken. Und deswegen sind wir hier auch gegen diese Steuer. Das war mein Beitrag dazu. Danke Ihnen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Grumbach, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich fange mal damit an, ich verstehe hier beide Anträge nicht. Der eine Antrag sagt, es funktioniert nicht richtig, es passiert zu wenig, deswegen dürfen wir nicht mehr tun. Das ist eine Logik, die ich nicht verstehen kann. Und der andere Antrag, mit Verlaub, also ich verstehe Koalitionen ja. Aber ein Antrag, in dem nicht viel drinsteht und dann die beiden Koalitionspartner hier das Gegenteil voneinander erzählen, da hätte ich, glaube ich, Debattenbedarf, und ich glaube, da müssen wir noch einmal drüber. Ich will gar nicht weiter in der Wunde rumwühlen, da müsst ihr euch mit auseinandersetzen, aber ich glaube, so wird Fortschritt in Hessen nicht erreicht, indem man irgendwelche Ziele beschreibt und dann hinterher sagt, na ja, irgendwie werden wir sie erreichen. Nein, wir werden die Ziele nicht irgendwie erreichen. Und jede Partei wird dort durch einen schmerzlichen Prozess durch müssen. Wir auch. Wir sind schon bei dem Kohlekompromiss durch einen schmerzlichen Prozess durch und haben trotzdem zumindest eine Teillösung erreicht, die mir nicht reicht, aber die sozusagen in die richtige Richtung geht. Und jetzt zur Argumentation. Da wird gesagt, na ja, das mit den, wir wollen diesen europäischen Emissionshandel. Und dann wird gleichzeitig gesagt, na ja, der Anfang vom Emissionshandel war ja der Niedergang der ostdeutschen und osteuropäischen Industrie. Das ist ja ziemlich offensichtlich. Und der hat nicht genug erreicht. Den gibt es seit 2005. Und er reicht nicht, um die Probleme zu lösen, die wir haben. Und der zweite Punkt, den finde ich noch viel lustiger, wird gesagt, und das ist aber alles zu teuer, was ihr macht. Mit Verlaub, das ist ein Punkt, da würde ich einen innerparteilichen Konflikt anregen. Die Partei, die in Deutschland am schärfsten gesagt hat, ihr müsst aus der Netzentgelten, aus der erneuerbaren Energie die Unternehmen rausnehmen, die am meisten hätten einzahlen sollen, die dafür gesorgt haben, dass auf diese Weise die Kleinen hoch belastet sind, die waren mit Verlaub die FDP unter anderem und ihre beiden Parteivorsitzenden. Ich habe jetzt stapelweise von Zitaten von Westerwelle und von Lindner, die gesagt haben, man kann es der Wirtschaft nicht zumuten, ohne zu sagen, dass damit die kleinen Leute belastet worden sind. Das ist blanke Heuchelei. Dritter Punkt.
ist die Frage, dritter Punkt ist die Frage der Betrachtungsweise. Sowohl die AfD, sowohl die, wir tragen unsere Konflikte schon noch intern aus. Sowohl die AfD als auch die FDP reden immer über die Belastung. Sie reden nicht davon, dass sie eine Lizenz zum Schaden haben. Wir haben Belastungen einkalkuliert in den Veränderungen heute von 34 Milliarden. Wir haben aber in allen Schätzungen eine Größenordnung von knapp 150 Milliarden Schaden jedes Jahr, das CO2 einrichtet. Nur weil der Schaden nur zum Teil bei uns anfällt und zum Teil bei anderen Ländern anfällt, aus deswegen wollen wir es nicht diskutieren. Sie tun einfach so, als gäbe es den nicht. Das ist übrigens unser Grundeinwand. Wir ertragen die europäischen Emissionsrechte. Aber sie machen uns nicht fröhlich, weil sie tun so, als gäbe es ein Recht darauf, andere zu schaden, wenn man genug Geld dafür bezahlt. Eigentlich brauchen wir eine klare Regelung, die das auf Dauer verbietet und die eine Strafzahlung vorsieht. Ich will das sehr zugespitzt sagen, weil hier werden Menschen zum Experimentierfeld gemacht. Und Sie kennen das doch auch von den Kindergartengebühren. Das Gleiche passiert im Unternehmensbereich. Als gesagt wurde, wenn ihr länger aufhabt, wenn ihr eure Kinder zu spät abholt, dann müsst ihr eine Zusatzgebühr zahlen. Was ist passiert? Eltern haben die Zusatzgebühr bezahlt und ihre Kinder später abgeholt. Das heißt, die Frage funktioniert so nicht. Trotzdem ertragen wir diese Regelung, weil sie einen Beitrag leistet, aber nicht den einzigen. Und die Frage einer CO2-Steuerabgabe, wie auch immer wir es nennen, ist ein Punkt, der einen Beitrag leistet. Und dann komme ich zu dem Punkt, wo wir natürlich ein Problem haben. Klar belastet das unterschiedlich. Und klar sind Menschen unterschiedlich betroffen nach ihrem Einkommen. Deswegen ist unsere Antwort, wir müssen den größten Teil dieser Steuer zurückgeben. Zurückgeben an jeden einzelnen Bürger. Und dann sagt, der Effekt wird doch, ich mache es mal, mal abgesehen davon, dass in der Emissionshandel ja zum Beispiel Verkehr außer Luftfahrt und privater Heizung und sowas alles gar nicht drin ist. Das will ich mal sehen, wie jeder Hausbesitzer sozusagen auf dem europäischen Markt ein Zertifikat kauft. Auch eine spannende Variante. Aber im Kern wollen wir, dass das zurückgegeben wird. Der Effekt ist relativ klar. Wer sich leistet, einen Zweitonner zu fahren, der CO2 ohne Ende rausbläst, zahlt dafür doppelt so viel, wie der ein kleines Auto hat. Erster Satz. Und zweiter Satz. Der einen kleinen Polo oder sonst was fährt, kriegt am Ende des Jahres den größten Teil seiner CO2-Abgabe zurück. Und damit haben wir die Situation von Pendlern, damit haben wir die Situation von Eigenheimbesitzern anders geklärt als Sie. Das ist ein Konzept, das gibt es bereits in Europa, und es funktioniert, weil in der Tat, Sie können nicht einfach eine Abgabe erheben, die alle gleichmäßig trifft, wenn Sie unterschiedlich. Der Pendler hat nicht die gleiche Lebenssituation wie der, in der Großstadt wohnt. Kollege Grumbach, Sie müssen zum Schluss kommen. Also, die Antwort lautet, klare Abgabe auf der einen Seite und klare Rückzahlung auf der anderen. Das sorgt für mehr Gerechtigkeit und für mehr Umweltschutz. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Ministerpräsident. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aktiver Klimaschutz ist keine Marotte, ist auch keine Mode. Aktiver Klimaschutz ist die Grundvoraussetzung für die Bewahrung der Schöpfung und dafür, dass wir auch in Zukunft ein gutes Leben haben. Meine Damen und Herren, wir haben als Landesregierung und diese tragenden Parteien formuliert, Klimaschutz ist auch Menschenschutz. Und deshalb ist es für diese Regierung eine der zentralen Aufgaben. Es ist in der Debatte bereits darauf hingewiesen worden. Wir haben schon in der letzten Legislaturperiode unseren integrierten Klimaschutzplan vorgelegt. Und, Herr Kollege, 142 sehr konkrete Maßnahmen. Und die sollten wir nicht mit kleiner Münze hier verhandeln, sondern das ist sehr anspruchsvoll. Und es ist vor allen Dingen sehr konkret. Wir wissen, dass wir damit alleine das Klima nicht retten können. Aber das ist ja nun kein Beleg dafür, dass wir nichts tun. Wir wollen global denken und lokal handeln. Und deshalb werden wir auch in Zukunft alles, was wir dazu tun können, für aktive Klimapolitik sehr engagiert tun, meine Damen und Herren. So. Ich habe in der Tat sehr deutlich mich dagegen gewandt, eine CO2-Steuer einzuführen, ohne gleichzeitig darüber nachzudenken und Antworten zu geben, was das eigentlich heißt. Ich finde, die Debatte ist jetzt ein ganzes Stück weitergekommen. Ich habe mit Interesse eben zugehört. Da kann man über manches diskutieren, Herr Kollege. Aber über eins, glaube ich, sollten wir nicht ernsthaft diskutieren. Also, ich fände es jedenfalls nicht hinreichend. Es kann ja nicht genügen, nur zu beschreiben, was vielleicht schiefgelaufen ist, sondern man muss doch auch eine Idee haben, was wir tun.
Und das, was mir, Herr Kollege Rock, bei Ihnen fehlt, ist ein Vorschlag, was wir tun sollen. Und genau das ist aus meiner Sicht notwendig, damit wir eine ernsthafte Debatte führen. In 5 Minuten muss man ein so großes Thema notgedrungen in Schlagworten abhandeln. Aber ich will es bewusst so formulieren. Es kann nicht um die Frage gehen, neue Steuer ja oder nein. Nach dem Motto, Union ist immer gegen neue Steuern, da bin ich ziemlich dabei. Aber das ist nicht die Antwort. Die Antwort muss anders lauten. Wir haben in Deutschland die Aufgabe, unsere Klimaziele zu erreichen, die wir uns selbst gesetzt haben. Das kann man für richtig, kann man für falsch halten. Wir haben die Ziele selbst gesetzt. Und nun erleben wir, dass wir die Ziele nach allem, was wir wissen, nicht erreichen. Folglich müssen wir doch darüber diskutieren, was können wir tun, damit wir die Ziele erreichen. Und das, was der Maßstab dafür ist, der ist aus meiner Sicht sehr eindeutig. Wenn wir politische Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgase vereinbaren oder vorschreiben, dann müssen die verhältnismäßig sein, und es muss ein Dreiklang sein. Es muss ökologisch vernünftig sein, es muss ökonomisch vernünftig sein, und es muss sozial ausgewogen sein. Die drei Dinge müssen zusammen. Und wenn Sie in diesem Licht die Debatte um die CO2-Steuer diskutieren, das haben wir ja gerade eben erlebt, ist da erheblicher Diskussionsbedarf. Nehmen Sie das Beispiel ökologisch. Wir erleben an Beispielen, Sie haben ja diese Kurven, das ist immer sehr interessant. Ja, manches ist teurer geworden. Trotzdem haben die Menschen häufig ihr Verhalten nicht geändert. Sie konnten es sich offenkundig leisten, oder es war ihnen nicht wichtig genug. Es ist nicht unsere Aufgabe, die jetzt mit gut oder schlecht zu bewerten. Aber ökologisch ist es schon spannend, ob es nicht sinnvoller ist, dass wir nicht nur die Preise für den Verbrauch in bestimmter Weise erhöhen, sondern ob es vielleicht auch gelingt, den tatsächlichen Ausstoß zu minimieren. Und deshalb finde ich die Debatte, wir haben ansatzweise sie eben geführt, über den Handel, über den Zertifikatehandel so spannend. Mein Vorbild ist zum Beispiel das, was wir beim Stahl haben. Der Zertifikatehandel reduziert jedes Jahr den tatsächlichen Ausstoß und erhöht nicht nur die Preise. Der, der genug Geld hat, dem sind die Preise relativ egal. Ich will aber nicht nur die Preise erhöhen, sondern ich will eigentlich, dass wir dorthin kommen, dass wir tatsächlich den Ausstoß reduzieren. Ich finde, es lohnt, darüber zu diskutieren. Derzeit ist Heizöl, ist Sprit und anderes nicht in diesem Zertifikatehandel. Aber das wäre ja eine Debatte, die aus meiner Sicht sehr sinnvoll ist. Zweites Beispiel ist hier schon genannt worden. Es gibt Menschen, die sind auf ihr Auto angewiesen. Nehmen Sie die Pendler. Die sind nicht böswillig, sondern müssen irgendwie zur Arbeit kommen. Wenn ich denen nur ihre Fahrtkosten erhöhe, dann erleben wir das Gleiche, was wir in Frankreich erlebt haben. Die Gelbwestenbewegung ist entstanden, weil Präsident Macron an diesem Punkt nicht sensibel genug war. Und seit Monaten gelingt es ihm nicht, das wieder einzufangen. Das müssen wir nicht nachmachen, meine Damen und Herren. Und zum Dritten, auch das muss klar sein, ökonomisch vernünftig. Frau Kollegin Hinz hat im Ausschuss, und ich unterstreiche jedes Wort, sehr deutlich gemacht, es geht hier nicht um einen Wettbewerb, um eine Fetischsteuer, ja oder nein. Es geht um die Frage, was sind die klügsten Maßnahmen. Und da haben wir doch Diskussionsbedarf. Und ich habe auch mit Interesse gesehen, die Konferenz der Umweltministerinnen und Umweltminister, Bund und Länder haben formuliert, uns geht es nicht um die Steuer, ja oder nein. Uns geht es um einen sehr entschiedenen und wirklich nachvollziehbaren Beitrag, damit wir CO2 geringeren Ausstoß haben. Und jetzt ist meine Überlegung, und vielleicht können wir uns da alle finden. Der CO2-Ausstoß in der Bundesrepublik Deutschland sind ungefähr 2% der Welt. Das bedeutet, relativ egal, was wir hier machen, werden wir das Weltklima alleine nicht retten. Das kann aber kein Grund dafür sein, dass wir nichts tun. Also muss es doch darum gehen, dass wir eine intelligente und erfolgreiche Klimapolitik machen. Und das geht aus meiner Sicht, wenn wir Klimaschutzpolitik und Erhalt unseres Wohlstandes zusammenbringen. Dann haben wir die Chance, dass wir viel bewegen. Ich sage das einmal sehr deutlich. Wenn wir die Arbeitsplätze erhalten, wenn wir die Menschen, die Sorgen um ihre Arbeit haben, nicht ignorant überhöhen, sondern das ernst nehmen, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben, wenn wir vielleicht auch manches verändern, was uns lieb gewesen ist, aber für die Zukunft nicht verantwortlich, auch darüber muss man reden, dann haben wir alle Chancen, dass deutsche Klimaschutzpolitik ein Exportschlager wird. Wenn uns das nicht gelingt,
dann wird es eine Abschreckung für die anderen Länder sein, und es wird noch schwieriger, regional oder noch besser global Vereinbarungen zu treffen, damit das Ziel, und darüber kann es keinen Zweifel geben, damit das Ziel erreicht wird. Eine engagierte Klimaschutzpolitik, habe ich vorhin bewusst gesagt, ist keine Marotte und keine Mode. Sie ist die Grundlage für unser Leben in der Zukunft. Deshalb bin ich sehr offen für gute Vorschläge. Und diejenigen, die kritisch den einen oder anderen Punkt beleuchten, die stelle ich nicht in die Ecke. Aber was ich schon erwarte, ist, dass man nicht einfach sagt, die Welt ist so und alle Vorschläge sind irgendwie nichts und deshalb machen wir nichts. Das kann es nicht sein. Und wenn wir heute Morgen in aller Kürze darüber diskutieren, wäre es ja vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns darauf verständigen könnten, Verhältnismäßigkeit, ökologisch sinnvoll, ökonomisch sinnvoll und sozial ausgewogen. An dieser Linie entlang kann aktive Klimaschutzpolitik gelingen. Und genau das ist die Grundlage der Arbeit dieser Regierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Die anderen hätten jetzt noch 2 Minuten 35. Und da kommt auch schon die Zeit überzogen. Ja, ein bisschen. Aber Herr Rock hat sich auch gleich zu Wort gemeldet und hätte auch gleich da bleiben können. Herr Abgeordneter Rock, 2 Minuten 32 haben Sie das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Ministerpräsident, ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar für diesen sachlichen, abgewogenen Redebeitrag, der auch nicht von der vorgeschriebenen Rede abgelesen worden ist, weil dann erübrigt sich ja manchmal die Debatte, wenn man sowieso hier vorgeht und erzählt, was man sich aufgeschrieben hat und überhaupt nicht auf das eingeht, was der Vorredner gesagt hat. Ich möchte noch einmal nur die kurze Zeit nutzen, auf die SPD zuzugehen. Wir haben ja einen Begleitantrag zu der Aktuellen Stunde eingebracht, und genau in dem ist ja dieser wichtige Unterschied, den der Ministerpräsident hier auch herausgearbeitet hat. Machen wir einfach alles nur teuer, also eine Preissteuerung des CO2, oder machen wir eine Mengensteuerung? Weil eine Mengensteuerung heißt, wir legen vorher fest, wie viel darf man überhaupt CO2 emittieren, und mehr darf man einfach nicht. Und dadurch entsteht ein Preis. Und die Menge kann man immer weiter absenken. Und das ist anders als das, wo wir nämlich den Preis erhöht haben und den Verbrauch erhöht haben. Und das seit 20 Jahren machen wir das. Wir haben den Pilot 20 Jahre Preissteuerung, hat nicht funktioniert. Und darum schlagen wir Mengensteuerung vor. Das ist unser konkreter Vorschlag, der garantiert, dass wir das erreichen. Und darum hat die Union mit dem Ministerpräsidenten ja auch die Vorteile genau dieses Prinzips erklärt. Und da sollen natürlich auch andere Sektoren mit einbezogen werden. Und die Frage, wie wird denn das verteilt, das Geld, genau in Punkt 5 unseres Antrags, steht drin, dass wir das Geld, das wir durch den Zertifikatehandel einnehmen, pro Kopf wieder auf die Bürger zurückgeben, damit die Akzeptanz der Energiewende eben beim Bürger bleibt, dass der Respekt und die Idee akzeptiert wird vom Bürger. Weil was Sie machen, dieses immer weiter dem Bürger in die Tasche greifen, das wird dazu führen, dass die Leute irgendwann sagen, mir reicht's. Der eine, dem es egal ist, ob er 80 oder 100 € mehr für den Strom ausgibt im Monat, der macht das Licht an, aber ich kann gar kein Licht mehr anmachen. Ich kann mir es gar nicht mehr leisten. Bei mir ist es aus. Ich kann nicht mehr mit dem Auto fahren, weil ich mir es nicht mehr leisten kann. Erst dann haben Sie ja Ihr Ziel erreicht, CO2 einzusparen. Und genau das wollen wir so nicht. Und darum bin ich froh. Ich hoffe, wir werden ja bald mal eine Regierungserklärung zu dem Thema erhalten, wie wir denn die Klimaschutzpolitik optimieren. Weil auch in Hessen steigt der CO2-Ausstoß seit Tarek Al-Wazir und die GRÜNEN hier mitregieren. Überdenken Sie Ihre gescheiterte Klimaschutzpolitik und kommen Sie auf uns zu. Wir sind zu jedem Gespräch bereit, und nehmen Sie Ihre Klischees, die einen dafür, die anderen dagegen, tun Sie die weg und argumentieren Sie mit rationalen Argumenten, und dann haben Sie die Freien Demokraten auch im Klimaschutz im Boot. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Rock. Als Nächstes hat sich der Abg. Grumbach der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Mein Problem ist doch, wir reden doch nicht von Null. Wir haben seit 2005 Emissionshandel. Und was er gebracht hat, kann man ablesen. Und dass es nicht reicht, ist offensichtlich. Das ist der Punkt, wo ich hart in Dissens gehe, unter anderem übrigens auch wegen Interventionen des einen oder anderen. Ich will das jetzt gar nicht weiter vertiefen, dass man das Zeug ja kostenlos verteilen muss an bestimmte Teile und nur ein Teil versteigert wird. Aber andere Baustelle, alte Schlacht.
So, wenn das aber so ist und diese Methode nicht funktioniert hat, dann weiterzumachen. Das Standardproblem, das wir haben, ist doch, dass immer, wenn eine Frage nicht funktioniert hat, es drei Antworten gibt. Erstens, wir machen etwas anderes als das, was vorgeschlagen ist, also keine CO2-Steuer, sondern weiter Emissionshandel. Zweite Antwort, wir machen es später. Dritte Antwort, wir machen es international. Das ist der Teil, oder europäisch oder international. Das sind die drei Auswege. Alle drei Auswege haben dazu geführt, dass das, was René Rock richtig beschrieben hat, dass wir die Ziele reißen. So, deswegen klare Position. Es reicht nicht. Wir brauchen ein zusätzliches Instrument, Satz 1. Und zweitens, es muss sozial so ausgestaltet werden, dass es klare Wirkung hat auf die, die weniger zahlen. So schlicht, so einfach. Zweiter Punkt. Ich lasse auch nicht zu, dass wir ausspielen diese Industriedebatte. Mit Verlaub, Deutschland ist eines der Exporteure für Reinigung von Abwasser. Weltweit. Wissen Sie noch, wie wir das erreicht haben? Insbesondere in Hessen. Da gab es eine Abwasserabgabe, die dazu geführt hat, dass die Industrie, statt die Vergangenheit zu verklären, angefangen hat, die Zukunft zu entwickeln. Das genau ist der Punkt, wo Sie doch als wirtschaftsnahe Partei die ökonomischen Triebkräfte dieser Gesellschaft mal annehmen, statt zu sagen, nee, ökonomische Triebkräfte gelten nur dann, wenn es um Subventionen für Hotels oder Ähnliches gilt, aber nicht dann, wenn es um Zahlungen geht. Und dritter und letzter Punkt, Herr Ministerpräsident, Sie haben versucht, eine Position zu finden zwischen den Reden der beiden Koalitionsparteien. Aber mit Verlaub, die beiden müssen noch einmal klären. Das, was Frau Arnold gesagt hat, ist das glatte Gegenteil von dem, was Frau Feldmayer gesagt hat. Ich würde mich freuen, wir können an der Stelle und René, wenn wir dann noch einmal eine Debatte haben, ob das nicht vielleicht doch geht, auch eine Mehrheit in diesem Landtag finden, die eine vernünftige CO2-Lösung findet, die einen vernünftigen Ausgleich findet und dafür sorgt, dass diese Abwehrposition gebrochen wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Grumbach. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Lichert von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren, werte Kollegen, ja, Herr Ministerpräsident, Sie haben ja eigentlich schon sehr viel Richtiges gesagt, nur Sie handeln nicht danach. Sie tragen auch im Bundesrat eine falsche Politik mit. Und wenn wir uns jetzt hier konkret um das Thema CO2-Steuer Gedanken machen, dann ist ja schon mehrfach gesagt worden, dann geht es auch um eine Lenkungswirkung. Diese Lenkungswirkung kann ja aber überhaupt nur funktionieren, wenn die Menschen überhaupt unterschiedliche Handlungsoptionen haben. Und ich behaupte, dass durch auf vielfältige Weise fehlgeleitete Politik in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Menschen diese Handlungsoptionen aus wirtschaftlichen Zwängen heraus nicht haben. Denken wir doch zum Beispiel mal an das Thema Dieselfahrverbote. Das hätte potenziell Hunderttausende von Fahrzeugen allein in Hessen betroffen. So, und wer fährt denn diese alten Fahrzeuge? Wer fährt diese alten Fahrzeuge? Das sind ja keine Oldtimer. Die wären davon nicht betroffen. Das sind also sicherlich keine Liebhaberfahrzeuge, sondern das betrifft auch und gerade Familien, die sich erst recht keinen schicken Elektrohobel leisten können und auch kein modernes Fahrzeug mit Verbrenner. Das heißt, es ist zutiefst heuchlerisch, gerade die Geringverdiener und die Mittelschicht immer mehr auszupressen und ihnen dann jetzt noch zusätzliche Lasten aufzubürden, um eine Klimapolitik zu retten, die dermaßen verkorkst ist, dass sie sauteuer ist, ihre Ziele nicht erreicht und jetzt natürlich vor einem Scherbenhaufen steht. Vielen Dank. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Deswegen können wir als nächstes über Top 58 abstimmen. Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Emissionshandel stärken, CO2-Steuer verhindern. Wer für diesen Antrag ist, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD und der Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der CDU, Bündnis 90 die Grünen, der SPD und der Linken. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich lasse abstimmen über Top 65, dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 die Grünen.
Klimaschutz sinnvoll gestalten. Wer für diesen Antrag ist, bitte ums Handzeichen. Das sind CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD, der Freien Demokraten, der SPD und der LINKEN. Damit ist der Antrag angenommen.